Lili, ich rette deine Seele. Du sollst nicht länger leiden. Nun, beruhige deinen Geist. Ruhe! Zap! Mehr, Mami! Lili, hör auf damit! Ontaina, Ontaina, Kai Zai Chi Fu! Die Schmerzen! Ihr Kreaturen der Tiefe, greift an! Zieht diese Dummköpfe auf den Meeresgrund! Sie ist weggelaufen, hat wohl Meeresmutters Gesänge nicht ertragen. Alles klar, Meeresmutter, warum hast du das nur getan? Vergebt mir, Meister Andi, ich wollte Lili nur ins Nirvana verhelfen. Da hast du wohl gerade einen altmodischen Exorzismus ausgeführt, was? Hier, ich helfe dir. Wenn niemand was dagegen hat, bringen wir Siege auf dem ganzen Boot an. Damit Lilis Geist zur Ruhe kommt. Meister Andi, seid ihr sicher? Keine Sorge, so wie es zurzeit läuft, kommt das Boot sowieso nicht vom Fleck. Dann packen wir es mal an. Hey Jungs, ich bringe da ein... Ich bin eigentlich der einzigste Junge, aber okay. Ich bringe da ein Siegel an. Sorgt dafür, dass Meeresmutter sich ausruht, bis ich fertig bin. Und weil die Ungeheuer sicher bald angreifen, musste auch etwas Zeit für mich schinden. Okay, alles klar. Danke, es geht schon besser. Meeresmutter, Meeresmutter, hast du dich wegen Lili auf dem Boot versteckt? Du wusstest, dass dies passieren würde? Ja, ich dachte nicht, dass Lili so leicht aufgeben würde. Ich gebe mein Leben, um die Seele dieses armen Mädchens zu retten. Sag doch, Meeresmutter. Was ist passiert, als Lili in jener Nacht vor 14 Jahren die Tür öffnete? Ah, wir wurden unterbrochen. Als Lili an diesem Tage die Tür öffnete, nun, ihr könnt es euch ja vorstellen. Sie sah ihren Vater, der von den Toten auferstanden war. Er sah fürchterlich aus. Er kam zurück, damit Lili sein Leben nehme und wollte ihr ihre Stimme wiedergeben. Er kam als Ertrunkener zurück, um von seiner eigenen Tochter erneut getötet zu werden. Und hat sie es getan? Hat sie ihren Vater getötet, dessen Rückkehr sie sich so sehnlich gewünscht hat? Nein, sie kam, um den Dolch zurückzubringen. Dann, mit der ertrunkenen Leiche ihres Vaters auf dem Rücken, ging sie zum Meer hinunter, schwankte unter dem Gewicht. Das war das letzte Mal, dass man die beiden sah. Selbst ihre Leichen wurden nicht gefunden. Kein Wunder, dass ihre Seele keine Ruhe findet. Ich konnte nichts für sie tun. Entschuldige, dass ich all diese schlimmen Erinnerungen wieder aufgewühlt habe. Hol dich doch aus. Danke. Zwischenspeichern. Sie dürfte eigentlich hier einen Schrittzähler noch drin haben, wenn ich recht in Erinnerung habe. Ja, sie hat einen Schrittzähler noch drin. Kann hier irgendwas verbessert werden, ohne was zu verschlechtern? Nein, kann es nicht. Was ist das? Das Ruderhaus? Ist da was passiert? Yeah! Blut und Morde! Verdammt, geh auf! Ja, na endlich! Yeah, Feuerpower!
Na, will ich mal testen, wie das funktioniert. Und zwar Wasser, das trifft dich doch perfekt. Oh yeah! Warte mal, 12? Ich glaube, die da Dings wurde schon reduziert, der Preis irgendwie. Hauen wir doch mal Power raus. Scheiße! Das war relativ schnell. Naja, dann muss halt ganz kurz und schmerzlos. Yep! Jetzt kommt die Granate aus dem Himmel. So, ne! Bamsen und tot, würde ich sagen. Ja, aber sowas von. Instant. Schwing! Oh yeah, das gibt Punkte. Und Level Up ist auch bald wieder angesagt. Spätestens nach dem Boss, aber ich denke, das wird vorher noch passieren. Oh yeah. Feuer. Bald bist du mein. Und fehlt nur noch Licht. Was Level 1 betrifft. Weil, ich habe ja gesagt, Level 2 kann ich noch nicht machen. Die sind nicht leicht zu finden, wie? Was war das? Sie sagten, sie haben sie in Dalian gesehen, stimmt's? Beziehungsweise ihre Verwandten. Ich dachte nicht, dass sie tatsächlich... Passt schon. Verfluchte Monster, ihr sollt mich nicht bezwingen! Oh ja! Oh mein Gott, was war das? Mischt Meermami nun auch mit? Das ist doch lustig. Ich war noch nicht fertig. Oder doch? Ja, gibt es etwas, das ich heute vielleicht... Oh, ah, ich kann ja hier shoppen gehen. Na sicher mit Rabatt, wenn es genehm ist. Dankeschön. Ich hoffe, mal ein bisschen Rabatt rausholen. Oha, das war riskant. Voodoo-Puppe! Einmal still eines Böses. Für den Preis fick dich, da lasse ich das lieber. Das Dumme ist natürlich, falls mein Instant-Kill passieren sollte, muss ich den Tod leider hinnehmen. Ich habe sowieso schon einen Tod mehr, als ich eigentlich hinnehmen müsste. Genau, dann nehme ich noch zwei Zelte. Heil-Items habe ich noch genug. Die reichen. Ja, ja, ich gebe einer, die eigentlich gar nicht angreifen sollte, ein Angriffs-Item. Schon komisch, oder? Breite des Trefferbereichs. Ach, genau, das hatte ich ja da dafür. Was wird's runterfallen? Oh! Oh, 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 oh! Ja, es ist ja eh nicht der Angreifer, deswegen... Nee, es ist ja eh nicht der Angreifer, deswegen gebe ich ihr lieber noch ein bisschen mehr physische Verteidigung, Scheiße auf Angriff und dafür einen etwas größeren Trefferbereich, weil sie braucht es. Sie braucht es wirklich. Ja, darf ich ja nicht mal reingucken, was da drin ist. Ich wittere nämlich Items. Das wusste ich nicht, dass ich hier kämpfen kann, jetzt ehrlich. Also selbst meine ich. Da kann ich mir Feuer holen, yeah. Jetzt habe ich auch mal Menschdrache raus. 12. Nee, soweit ich weiß, kostet mich so mehr als 12. 15 oder so sogar. Okay, diesmal muss es aber funktionieren. Jawohl! Sprengflut! Ha, stirb! Boah, Kamehameha!
Oh, jawohl, Death! Fring! Boah, Gott, scheiße, geht das schnell! Und Dode! Nein! Nicht Feuerball! Nein! Autsch! Fuck it! Stirb! Na, aber klar, dass er nicht stirbt. Nee. Nochmal. Ding hat gleich dran noch. Wieso ist der Ring auf einmal so schnell? Das kann doch nicht sein. Wieso ist der Ring auf einmal so scheiße schnell? Ich fühle mich verarscht irgendwie.